Oh, geil. Wie wär's mit einer Mango für 12 Euro? Geil. Eine Mango, 12 Euro? Oh, mein Herz. Oh, so spannend. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem gehobenen Video, wenn man das so sagen kann. Und herzlich willkommen im KDW in Berlin, dem wohl ja luxuriösesten Kaufhaus, wenn man das so sagen kann. Ganz bekannt in Berlin natürlich, aber auch sehr bekannt für die Sechste, wie es sich nennt, nämlich für diesen wunderbaren, einzigartigen Food Court. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für eine 100-Euro-Challenge und heute gibt es auf jeden Fall zwei Sachen dazu zu sagen. Punkt 1, ich glaube, heute ist der erste Tag, an dem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die 100 Euro auch mal geknackt werden, weil ich muss auch sagen, so langsam wird es auch mal Zeit, ja, dass die 100 Euro auch mal voll gehen, weil das kann ja nicht angehen so, ne? Und Punkt 2 ist auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall was für mich heute eine Besonderheit gibt, nämlich etwas, was ich noch nie gegessen habe. Und zwar gibt es für mich heute Austern das erste Mal. Ja, ich werde das erste Mal live vor der Kamera für euch eigentlich auch Austern essen. Ja, Kaviar weiß ich noch nicht, weil hätte ich auch gerne gegessen, aber es ist so teuer, dass die 100 Euro auch relativ schnell voll wären. Deswegen, Austern gibt es nachher natürlich und ihr könnt live zusehen, ob mir das schmeckt. Ich habe auch wieder kulinarische und auch seelische, moralische Unterstützung mit dabei, mit Felix. Hallo. Felix war auch schon mal hier. Hast du hier irgendwas gegessen? Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hatte nur mal eine Schachtel Praline als Geschenk gekauft, das war es dann auch. Ja, dafür ist es auch gut. Also es gibt auch so viele Sachen zu kaufen und so. Bin mal gespannt, was es jetzt hier so alles gibt. Deswegen, let's go. Angekommen beim ersten Spot, also sind jetzt erstmal eine Runde rumgelaufen und das sieht alles schon so geil aus. Es wird wahrscheinlich relativ einfach, die 100 zu erreichen. Deswegen gibt es jetzt hier beim ersten Spot auch nur eine einzige Sache. Und zwar wollten wir eigentlich Hummus mit Ceviche dazu. Das klang super, super geil, aber beides ist aktuell leider nicht verfügbar. Aber es macht nichts, ja, wir sind ja flexibel und deswegen haben wir jetzt gerösteten Blumenkohl bestellt. Und wir befinden uns hier bei Esser, das ist moderne israelische Küche. Israelisch ist immer gut, ich liebe israelische Küche, deswegen kann es nur gut werden. Stimmt. In der Karte steht, Hummus gibt es nur freitags und samstags und es ist jetzt Freitag 13 Uhr und es gibt kein Hummus. Keine Ahnung, was der Grund ist, so ist aber schon ein bisschen schade, muss ich sagen, so, weil israelische Küche ohne Hummus, eieieiei. Oh, dein Hungerlevel. Hast du richtig Hunger? Geht's Mittel? Nee, Mittel. Ich habe gerade eine Portion Pommes gegessen, von daher hält sich das in Grenzen. Aber Hummus hätte ich jetzt schon gerne gegessen. Kannst du nicht vor einer 100-Euro-Challenge noch anfangen, Pommes zu essen, wenn wir ins KDW essen gehen? Dankeschön. Vielen Dank. Thank you. Also sieht schon mal richtig geil aus, muss ich sagen. Und man riecht schon richtig intensiv diese ganzen Gewürze. Genau, dazu ein bisschen Beluga-Linsensalat mit Olive, frisches Pita-Brot, was auch so luftig schon aussieht. Geil. Mhm. Und gerösteter Blumenkohl mit einer weißen Bohnenpaste, wenn man das so sagen kann. Und Olivenöl auf jeden Fall. Und verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Und ich würde sagen, rein damit. Nicht so einfach. Riecht auf jeden Fall sehr geil. Ja, stabiler Preis für die Menge an Blumenkohl. Aber schmeckt ganz gut. Sehr geil. So, ich nehme jetzt mal frisches Pita-Brot. Das ist auf jeden Fall super, super weich und luftig. Und das tunken wir mal hier in die Bohnenpaste ein. Ja, man schmeckt die Bohne auf jeden Fall. Ich glaube auch Tahini ist bestimmt mit drin oder so. Jetzt koste ich mal den Blumenkohl. Mmh. Boah, ja, ist geil. Ey. Ist schon fast ein ganz kleinen Tick zu durch, finde ich. Also es könnte noch einen leichten Biss mehr vertragen. Aber man schmeckt, finde ich, auch die Röstaromen von der Röstungsseite. Ist geil. So, und jetzt einmal den Linsensalat. Boah, der ist nice. Es schmeckt super frisch. Die Linsen haben guten Biss. Säure von Limette oder Zitrone ist auf jeden Fall mit drin. Dann die Salzigkeit durch die Oliven. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Schön geiler, kalter Salat. Könnt ihr auch eine ganze Schale von essen, muss ich sagen. Die einzige Frage, die sich jetzt für mich stellt, ist, war es so sinnvoll, am Anfang Bohnen zu essen? Weil die sättigen auf jeden Fall ganz gut. Ist vielleicht schwierig, aber ich bin noch guter Dinge, weil das ist jetzt auch nicht so viel. Und ich würde sagen, weiter geht's, ne? Zum nächsten Spot. So, Spot Nummer 1 geschafft und wir haben jetzt 25 Euro bezahlt mit den Getränken, aber ich werde es jetzt so machen, ich werde die Getränke erstmal nicht mit in die 100-Euro-Challenge einbeziehen. Es ist ja eine Food-Challenge, ne? Und wenn es nachher dann zu knapp wird, was ich nicht glaube, können wir da vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Champagner was regeln, ne?
Ja. So, Felix. Ja. Hummer und Ochse. Genau für dich, perfekt als Vegetarier. Genau, klingt gut für mich. Okay, eine Sache, die ich auch noch nie gegessen habe, ist Hummer. So, und ich habe eben mal geguckt, der Hummer oder das Stück Hummer kostet hier 54 Euro. Dann wären wir sehr schnell durch, ja. Deswegen gibt es hier für mich dann heute gleich mal Hummersuppe. Kostet 21 Euro, ist auf jeden Fall gut und ich habe trotzdem Hummer. Ja, und das erste Mal für mich Hummer. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich dachte schon, das wäre noch vielleicht sinnvoller gewesen, wobei es macht trotzdem keinen Sinn, weil du isst ja auch keinen Fisch. Für zwei Personen 67,50 pro Person. Ja gut, aber hier Jakobsmuscheln, Hummer, Rotgarnele, Königskrabbe, heilige Makrele. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Prost. Prost. Ach, schmeckt teuer. Vielen lieben Dank. Und zwar geht's weiter mit Hummersuppe und ich habe noch nie, wie gesagt, Hummer gegessen. Ich habe richtig Bock darauf, es riecht sehr intensiv nach Fisch, Meeresfrüchten, so. Wäre auch komisch, wenn nicht. Jetzt probiere ich direkt mal einen Löffel. Also es ist eine sehr dunkle, cremige Suppe auf jeden Fall. Also keine klare Suppe. Ich bin richtig gespannt jetzt. So, gucken wir mal. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Boah. Also man muss Fisch wirklich mögen, so, weil es ist sehr, sehr, sehr fischig, sehr meeresfrüchtelastig, auch sehr salzig. Aber der Hummer ist super, super zart. Ich kann das gar nicht so richtig vergleichen. Es ist von der Konsistenz schon auch wie Fisch eigentlich, wie ein heller Fisch. Knackiger grüner Spargel, der ist nicht durchgekocht, sondern wirklich genau richtig on point, bissfest. So, jetzt hier einmal den perfekten Löffel mit Suppe, Hummer und grünem Spargel. Sehr nice. Ist wirklich, also ich kann auf jeden Fall sagen, sollte ich irgendwann nochmal die Möglichkeit haben, Hummer zu bestellen, ich glaube, ich würde es mir bestellen. Das ist wirklich gut, wenn ich im Lotto gewonnen habe, natürlich, selbstverständlich. Das wird jetzt aufgegessen und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Spot. Na, noch ein Olivenöl für 1 Million Euro, oder? Olivenöl kauft man übrigens auch immer anhand des Aussehens. Das ist so eine unausgesprochene Wahrheit, finde ich. Also das muss gut sein, weil es eben so gut aussieht. Es wird Zeit auf jeden Fall für was Süßes, würde ich sagen. Und wir befinden uns hier irgendwie in der Konditorei, im Café, Brot, Brötchen, Kuchen, Tortenbereich. Und das sieht unfassbar krass aus. Es ist so crazy, was es hier gibt. Also so eine Auswahl und so was optisch Schönes an Konditoreisachen habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Also, optische Schönheiten. Alter, guckt euch das an. Wow. Ein Pistazien-Eclair für dich gleich. Und ich habe ein Zitronenfrüchte-Eclair, mehr oder weniger. Und ich muss sagen, das sieht, ey, wirklich handwerklich so krank geil aus. Ich finde, das Auge isst immer mit und das tut es hier auf jeden Fall. Schön, oder? Ist das nicht schön? Sieht schön aus, oder? Caro, guck mal, wie toll das aussieht. Wow. Also, das Auge isst mit, sagt man ja immer. Und das trifft hier auf jeden Fall zu, finde ich. Ja. Echt schön. Ja. Einen schönen Tag. Ja. Danke. Ist auf jeden Fall sehr kalt, also man merkt, dass hier unten, es könnte ein Biskuit sein, mal gucken, klebt der immer so ein bisschen fest, damit es nicht verrutscht, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Herz. 7 Euro für den Arsch. Okay, es ist gefüllt, das ist schon mal das Gute daran, man sieht jetzt, dass es gefüllt ist, okay, mal gucken, so, ich versuche ganz vorsichtig. Oh, das ist geil. Alter, das ist der krasseste Eclair-Kuchen, Petit Four, was auch immer, was ich jemals gegessen habe. Das ist die perfekte Mischung oder Verhältnis von Säure von den Früchten und Süße von dem Rest. Was? Nicht nur handwerklich und nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich. Wirklich mit 10 von 10. Völlig krank. Okay, Felix. Na dann. Na dann rein in die Masse. Ja. Ein Next Level Eclair. Ja. Das sieht auch schon so geil aus. Mhm. Unfassbar gut. Doch so ein Brandteig dann oder so, ne? Mhm. Das, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich glaube, ja. Brandteig ist beim Eclair immer so dieses. Ja, aber es ist, wenn man sonst im Laden geht, Eclairs haben teilweise so einen dünnen Teig außenrum. Ja, stimmt. Ich finde, der ist ein bisschen dicker und fester. Ja, stimmt. Wenn du dem eine Skala geben würdest, 1 bis 10. Würde ich eine 10 geben. Ja. Musst du, glaube ich, nach ihrem Happen essen, weil sonst kommt die Creme raus. Mhm. Ja. Boah, ein Creme schon. Boah. Okay, das schmeckt krank, Pistazie. Also wirklich nicht sehen. Boah. Diese Eclair, die man sonst kennt, sind so häufig so trocken vom Teig. Aber das jetzt, auch wenn es mehr Teig ist, ist trotzdem saftig. So. Auf jeden Fall ist der geröstete Pistazie, glaube ich, mit drin. Das schmeckt so ein bisschen sehr. Ja, noch Röstaromen so. Das ist geil. Wirklich. Übertrieben geil.
wär's mit einer Mango für 12 Euro? Eine Mango 12 Euro oder Kilopreis? Nein, ein Stückpreis. Alter, was ist das? Was kann die? Hat die WLAN? Also die heißt Flugmango. Vielleicht kann sie fliegen. Das ist eine Drohnenmango. Auf jeden Fall jetzt hier bei Berlo angekommen und ja, ich werde mir ein halbes Hähnchen gönnen. Ja, wir hatten jetzt so viele Special-Sachen, jetzt wird es mal Zeit für ein bisschen was Rustikales, um es mal so zu sagen. Deswegen gibt es jetzt Bier und Hähnchen, finde ich geil. So, es war ein halbes Hähnchen und ein Pale Ale. Let's go. Kurze Frage, wie spricht man das aus? Sagt man Berlo oder Birlo? Birlo, okay, perfekt. Alles klar. Das eingeprägt wurde gesagt. Ist auch okay, wie das ausspricht. Alles klar, Hauptsache man weiß, worum es geht. Nur zu kompliziert für viele wahrscheinlich irgendwann. Vor allem nach dem dritten Bier wird es eh viel. Ich würde ein halbes Hähnchen nehmen, bitte. Dazu, was würdest du dazu empfehlen? Pommes? Ja, Pommes. Habe ich schon mal gehört, nehme ich. So. Symbole. Ich sag euch ehrlich, Weißwein schön und gut, Champagner schön und gut, aber es geht nichts über ein richtig leckeres, frisches, kaltes, frisch gezapftes Bier. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schön. Es geht nichts über ein halbes Hähnchen mit einem kleinen Beilagensalat und Pommes, oder? So, und deswegen würde ich sagen, geht das direkt einmal rein. Ein paar Pommes dazu als erstes mal. Stabil gesalzen, aber sind gut. Also schön kross außen, innen noch weich, ist nice. Aber jetzt geht es erstmal um die Hauptrolle, nämlich um das Chicken. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig nice aus, muss ich sagen. Und wie ihr das vielleicht auch seht, das Hähnchen ist auf jeden Fall gelblich. Das ist auch in dem Fall Peacock-Hähnchen. Und Peacock-Hähnchen hat eine ganz bestimmte Art der Zubereitung, beziehungsweise nee, der Fütterung. Peacock-Hähnchen wird mit Mais gefüttert, also sind praktisch Maishähnchen, die hier auch aus der Region kommen. Und das ist so das Besondere daran. Deswegen ist es auf jeden Fall qualitativ hochwertiges Chicken. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das hier schmeckt. Oh ja. Hammer. Es schmeckt wirklich krass gut. Es ist wirklich so saftig. Sehr sanft geht der Biss durch. Salzig außen, genauso wie es sein soll. Für mich persönlich könnte allerdings auch außen die Haut noch ein bisschen krosser sein, muss ich sagen. Und ich koste jetzt mal ein bisschen mit Chimichurri dazu. Weil wenn wir das ja alles schon haben, ne, dann machen wir das auch einfach alles mal dazu. Geil. Egal von welcher Stelle ich hier Chicken rausnehme, es ist an jeder Stelle super saftig, super zart. Es schmeckt wirklich sehr, 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 sehr gut. Really good. Really good. Forget about oysters and stuff. I made it for you. Really? I made it, yeah. I didn't see you there, so. Yeah, it's for YouTube, yeah. Benny's Buffet. Benny's Buffet. Have a nice day, guys. See you. See you. Bye. Und jetzt, genau, koste ich mal ein bisschen Beilagensalat dazu. Was ich geil an dem Salat auf jeden Fall finde, klar, es ist ein Beilagensalat, so, ne? Das ist gar keine Frage, aber dass hier auf jeden Fall eingelegte Zwiebeln mit dabei sind, finde ich, macht auch nochmal geschmacklich das Ganze ein bisschen besonders. Passt sehr gut. Also, ich esse es jetzt auf, ne? Felix, du wirst vielleicht mal ein paar Pommes naschen oder so. Stelle ich dir dann in Rechnung. Bis gleich. Jetzt ist es soweit, es ist an der Zeit für Austern. Ja, ich werde mich jetzt mal daran wagen und gucken, wie mir das so schmeckt. Ja, ich bin selbst sehr gespannt, habe auch ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Mal gucken. Abwechslung wahrscheinlich. Mhm. Vielen Dank, dankeschön. Danke. Die Spannung steigt. Ich glaube, ich werde passend zu der Auster auch einen Weißwein trinken. Ja, weil ich glaube, das soll man so machen. Macht man so. Ich lasse mich aber gleich nochmal beraten. Es gibt verschiedene Austern sogar. Also ich sag mal, wenn die erste schmeckt, kannst du halt noch eine zweite oder dritte. Dann hast du direkt einen Vergleich. Okay, also es gibt hier wirklich viele verschiedene Austern. Mit verschiedenen Größen sehe ich, verschiedene Preise, verschiedene Herkunftsländer, Bereiche. Wird Zeit, sich beraten zu lassen. Ja. Eine Frage. Das ist für mich das erste Mal, dass ich Austern essen werde. Dann gebe ich Ihnen eine kleine Auster, wo Sie schon mal gemacht haben. Das ist super. Das ist vom Geschmack her Müll. Trinkt man dazu Weißwein? Champagner oder Weißwein? Also am besten passt Champagner dazu. Dann machen wir das gerne so. Wasser brauchen wir nicht. Nee. Danke. Vielen Dank. Gehen Sie gleich noch ein Schlückchen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Der Tag. Genau. Sehr gut. Sehr mild.
Schmeckt angenehm. Los geht's, die Auster ist da. Es ist eine kleine Auster, hat sie auch extra gesagt. Und ich glaube gesehen zu haben, in dem ein oder anderen Video, dass man die erstmal so ein bisschen rauspult. Das machen wir mal. Okay, ah ja, ja genau. Die ist ja hier irgendwie an der einen Stelle so fest dran. Okay. So, jetzt ist die hier so locker drin, das ist schon mal gut. Also sieht schon mal nicht ganz so, hey, komm, du einfach, ne? Und dann ganz viel Zitronensaft, habe ich mal gehört. Weil es soll sehr salzig sein. So, mache ich jetzt noch ein bisschen was von dieser anderen Sache hier mit rein? Was ist das eigentlich? Was ist denn das? Ah, okay, ist auf jeden Fall Essig. Können so Essig-Zwiebeln oder so sein? Ich probiere es einfach so. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Ich bin richtig gespannt, also. Oh, so spannend. Okay, also es schmeckt weniger intensiv nach mehr als ich dachte. Das, was mich sofort irgendwie ein bisschen gewundert hat, war die gesamte Soße. Also da war ja unabhängig von dem Zitronensaft eine Menge Wasser oder so drin. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr angenehmer Meeresgeschmack. Vielleicht hat sie das auch gemeint mit, ich nehme erstmal eine milde, ne, hat sie ja irgendwie so gesagt. Und das ist es auch. Also es ist leicht salzig, leicht meeresfruchtartig. Die Konsistenz ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also da musste ich auch kurz dreimal kauen und mir denken, oh, schnell schlucken. Ich glaube, ich würde mir nicht noch mal eine bestellen. Es ist nicht ganz so meins, aber genau, das war trotzdem eine spannende Erfahrung, muss ich sagen. Ich koste jetzt mal noch mal ein bisschen, einfach nur aus Test, ein bisschen Zwiebel. Ist geil. Ja, ist rote Zwiebel mit Essig, schmeckt ganz gut. Aber genau, Auster wird nicht mein Favorite, sag ich mal. Also, ich fand sie geschmacklich wirklich sehr angenehm. Genau, deswegen habe ich jetzt ich finde, es wird nicht mein Favorite, ehrlich gesagt. So, okay, aber ja, primär wegen der Konsistenz. Okay. Ja, aber war eine spannende Erfahrung, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ihr habt schon jemand mitbekommen, dass wir hier für die 100-Euro-Challenge sind, weil eine sehr nette Dame hier an verschiedenen Standorten arbeitet und hat eben gesagt, wollt ihr nicht hinten hier beim Fischkutter auch nochmal etwas ausprobieren? Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich sag mal so, die 100 Euro müssen voll werden, ne? So, was haben wir denn hier? Jakobsmuscheln. Tuna-Tatar. Klingt auch ziemlich geil. Oh ja. So, man könnte natürlich jetzt hier ja ganz gediegenermaßen ein Zanderfilet aus der Niederlande nehmen als Hauptgericht, aber das ist nicht spezial genug. Ja, es ist ja winter im KDW. Das ist ja sehr special. Und deswegen dachte ich mir, ich lese euch das mal vor, das klingt spannend. Big Eye Tuna Tatar, geangelter Big Eye Thunfisch. Thunfisch, ja. Big Eye Tuna Tatar, geangelter Big Eye Thunfisch, sizilianische Pantelliera. Big Eye Tuna Tatar, geangelter Big Eye Thunfisch, sizilianische Pantelleria Kapern, Vinaigrette, gerösteter Brotchip, Gurke, Pflücksalat. Ich würde sagen, wir haben unsere nächste Speise gefunden. Ja, das Big Eye Tuna Tatar nehmen bitte. Ich würde nochmal einen Weißwein nehmen dazu bitte. Irgendeinen, der dazu passt. Perfekt. Sushi-Karte bekommen? Genau, auf der Suche nach was Vegetarischem. Aber an der Austern war ein bisschen schwierig. Genau, und der andere Laden hieß wie? Hummer und Ochse? Auch da war es ein bisschen schwierig. Von daher mal schauen, ob ich was finde. Aber ich muss sagen, super krass freundliches Personal. Also so wirklich alle sehr zuvorkommend und auch wirklich so, dass man es nicht vergleichen kann mit klassischen Restaurants bisher zumindest, finde ich. Weil hier wird sehr proaktiv, sehr freundlich und höflich auf einen zugegangen. Felix hat gesagt, dass er vegetarisch ist und deswegen jetzt hier nichts findet. Und sie hat sofort geschaltet und meinte so, okay, hey, ich habe da vielleicht was für dich. Ich zeig dir das. Wäre das eine Möglichkeit für dich und so. Ist schon sehr, 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 sehr gut. Finde ich. Das sieht gut aus. Ja. Ja. Okay, geil. Boah. Was auf jeden Fall richtig krass ist, muss ich sagen, dieser Thunfisch ist so schön glasig. Ich kenne halt sonst Thunfisch primär so von Sushi. Und da sieht der halt gar nicht so glasig aus. Also ich denke mal, dass das ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn ihr das besser wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Aber auf jeden Fall sieht es schon mal sehr gut aus. Und ich würde jetzt sagen, einfach hier einmal so eine perfekte Gabel mit allem. Sehr, sehr nice. Richtig schön butterig auf der Zunge. Mit diesen Kapern gibt es einen sehr schönen, besonderen Kick auch dazu. Und selbst die Gurke ist nicht einfach nur eine kleingeschnittene Gurke, sondern die ist auf jeden Fall auch nochmal mit dieser Vinaigrette. Ah, stimmt. Auf der Karte stand Vinaigrette noch mit dazu. Ich glaube, die ist wahrscheinlich in der Vinaigrette geschwenkt worden. Und das passt richtig, richtig gut. Also es ist auch gar nicht so fischig, wie man es vielleicht sich vorstellt. Es ist einfach sehr, sehr schön, sehr butterzarter Biss. Richtig geil. Weiter geht's.
ist wahrscheinlich Honig und Senf, ne? Ja. Ah, Honig-Senf, ja, okay. Enchilada. Warum war ich vorher noch nie hier? Oder? Oh. In allen Varianten, die du sonst im Laden nicht kriegst. Hi. Zwei Double Trouble und einen? Einen Granny's Blueberry Streusel Cake, bitte. Yes, please. Zack. Boah. Also, Round and Edgy, auf jeden Fall auch bekannt hier in Berlin, muss ich sagen. Die ja, wirklich auch geile Cookies machen. Ich habe tatsächlich noch nie welche gegessen von Round and Edgy. Deswegen wird es jetzt Zeit. Ja, und ich habe einmal einen Blueberry Streusel Cakes Cookie. Frisch warm gemacht. So heiß. Noch mal schnell in die Mikro oder so. Alter, der ist wirklich ultra heiß. Juhu. Ich hoffe, ich verbrenne mir jetzt nicht den Gaumen oder so. Mal gucken. Wow. 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 Man denkt sofort, dass der Cookie trocken ist. Du guckst den an und denkst dir, das hier am Rand, das muss super trocken sein. Aber das ist durch die Butter, die enthalten ist, so weich einfach. Also man beißt drauf. Es geht so durch und es ist 0,0 trocken. Und auf jeden Fall ein Pluspunkt auch für den Geschmack, dass es noch heiß ist oder warm gemacht wurde. Und hier innen sieht man auch, es ist noch richtig so half-baked, also halb gebacken. Wirklich, wirklich krass. Super lecker. Das ganze Deftige hier war schon mal echt, echt gut. Aber die süßen Sachen haben mich echt, echt krass überzeugt. So hätte ich nicht gedacht. Also ich würde sagen, das wird jetzt aufgegessen. Wirklich, wirklich geil und ein sehr guter Abschluss. Ich blende hier unten mal ein, was das insgesamt jetzt an Essen war. Ich glaube, wir haben die 100 Euro erreicht. Ich habe mal so grob überschlagen. Oder wir beide mal vorhin grob zusammengerechnet. Deswegen müsste es passen. Und auch mal testweise, ja, spaßenshalber, wie es mit Getränken wäre. Würde mich auch interessieren. Deswegen steht das jetzt auch gleich hier unten. Und dann, die beiden nimmst du mit nach Hause, Felix. Und deswegen danke ich dir, Felix, fürs dabei sein, fürs Mitessen. Es war geil. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und lasst ein Abo da, weil ich habe für euch eine Auster gegessen. Ja, ich habe mich getraut, ich habe mich überwunden. Und das wäre schön, wenn ihr das mit einem Abo auf jeden Fall ja, zurückzahlt. Freundlicherweise nenne ich es mal. Ja, deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in den Kommentaren oder im nächsten Video. Bis bald, macht's gut und tschüss.